Gut. Ja, mit dieser doch recht glamourösen Verabschiedung wird dann die Lanze übergeben. Der Marschall Ludolf von Wertling nimmt sie für die Kaiserin an, bringt sie dann nach hinten, damit, naja, was soll sie jetzt mit einer 2 Schritt langen Lanze? Wird dann nochmal kurz gemustert, nochmal kurz begutachtet und dann, ja, kann der Abend so ausklingen. Sicherlich mit guter Laune. Wo sind die Sozialstaaten jetzt bei euch? Abel, sag mal an. Ich habe jetzt 9. 9 nur? Du bist doch Ja, adlig. ja. Ja, dann steigst du mindestens auf 11, habe ich doch gesagt. Ja, ich bin ausländischer Alien, deswegen wusste ich nicht genau. Oh. Aber gut, nehme ich. Nur 9. Nee, nee, du bist. Oh. Also, zumindest im Mittelreich bist du als. Du bist Ritter des Mittelreiches. Und du bist Alles adlig. klar, alles klar. Kannst du meinetwegen auch noch einen neuen garetischen Nachnamen geben? Also Abel Mirja Morenes, Nachname garetisch, ne? Kannst du dir auch überlegen. Aber mir Prutz. Bon Prutz. Gut, Isarun, wie hoch ist dein Sozialstatus? Genau 11. Ist auf 11 gestiegen oder von 10 auf 11? Von 10 auf 11. Ja, bitter. Kiaras. 13. Ist das dein Max oder bist du von 12 auf 13? 12 auf 13. Ja, Ömer. Ja, ich bin von 1 auf 8 gestiegen. Der Bettler wird zum Ritter. Wohlgeboren Unfassbar. Ömer. Plus 7 Stufen, ich glaube, ich bin der Gewinner. Rafim, wie sieht's bei dir aus? Ich bin von 3 auf 8 gestiegen. Nicht ganz so gut, aber ich denke auch einen Fühlt ordentlichen sich Schritt nach vorne fast wie ein gemacht. Verlust an, ne? Ja, naja, komm, also, ne? SO kann auch wieder sinken, wenn du dich abgeranzt benimmst. Ja, also Sie können mich ja sowieso erstmal ab jetzt mit Herr ansprechen. Herr Ritter, so Ja, geht es für Jalan, wie mich. sieht's bei dir aus? Ich bin von 11 auf 12 gestiegen. Von 11 auf 12. Gut. Kriege ich im Laufe dieser Feier irgendwann die Königin nochmal zu packen? Ja, wie gesagt, ich wollte das einmal nur kurz Also, abhandeln und okay. dann könnt ihr euch jetzt meinetwegen noch frei bewegen. Innerhalb dieses Verlaufes ist das alles so ein bisschen sehr fest, weil es ist ein Bankett und da folgt man dann den vorgeschriebenen Zeiten. Und das ist jetzt dann eben mit der Zwergenlanze ist das freie Bewegen eröffnet. Irgendjemand, den ihr noch sprechen möchtet, irgendeinen Adligen. Ja, euer wohlgeboren Rafim. Schön, Euer euch hier zu sehen. wohlgeboren Ömer, schön euch zu sehen. Darf ich euch zu einem Umtrunk einladen, hoher Natürlich, ihr Herr? seht gar festlich aus, muss ich sagen. Gar festlich heute. Ihr Rafim seid fängt das. an, höflich zu klatschen. Ja, gar festlich. Ihr seid Höflich, jetzt höfliches satisfaktionsfähig, Klatschen. Wenn ihr euch nicht benehmt, aber ich absolut keine Skrupel Der dabei, Turnierfrieden herrscht doch heute. euch grün und blau zu duellieren. Euer Ritter. Irgendwann ist er auch wieder vorbei. Ja, aber jetzt noch nicht, Ritter Jarlan. Ritter Jarlan, wollt ihr etwa noch ein Duell verlieren nach den letzten beiden? Aber gerne, aber nicht gerade jetzt. Wenn ihr mich entschuldigen möchtet, ich werde versuchen, mit der Reichsbehüterin ein oder zwei Worte zu wechseln. Natürlich, mein Herr Ritterkollege. Geht davon. Lass Haben uns keine mal Ruhe. gucken, was die ordentlichen Speisen und Getränke hier zu bieten haben. Natürlich, führt mich, mein gar edler Freund. Und so den Kopf in den Nacken geworfen, stolziert man davon an Abel hier vorbei. Ja. Galan. Aber Das wir werden wir über uns am Wochenende hören Selbstbeherrschung. müssen. Jetzt ist sie um alle deine Nachteile erschwert. Arroganz? Ja, Neid. Also da zählt auf alle Fälle Neid rein. Ja. Sekunde. Der Nachteilung, Pöbel, der Pöbel versucht sich am Rittertum. Neid erhöht um. Nee, Ja, Erschwerung um. selbst einfach mal Selbstbeherrschung würfeln. So, und dann gucken wir uns mal deine Nachteile an. Neugier ist es nicht. Neid 6. Eitelkeit ist es. Oh, ist es auch Eitelkeit und es ist auch Ja, also. Arroganz. Nee, dann schon mal nicht. Erschwert um 18. Keine Chance. Ein Punkt hätte ich Überleg dir anzubieten. was. Du könntest ihre Gala-Uniform schmutzig machen. Nein, das muss ich nicht ziehen. Selbstbeherrschung. Dann überleg dir was. Ich erwarte da jetzt ich erwarte da jetzt einen Kracher. Gut. Ich würde rumtratschen.
möchtest tratschen. Was tratschen. Möchtest du denn für Gerüchte verbreiten? Guck, ich würde mal zu irgendwelchen Edeldamen und Edelherren gehen und guck doch mal an, was hier sich alles rumtreibt. Unglaublich. Ja, wohlverdient, möchte ich meinen. Wohlverdient. Du sprichst gerade mit Graf Orsino von Falkenhaag. Wohlverdient, möchte ich meinen. Ich werde sie sicherlich demnächst mal in mein Landschloss einladen, direkt am See gelegen und dann mit ihnen über ihre Heldentaten sprechen. Das mag ja sein, aber das ist unglaublich. Also, ja, was ist denn unglaublich? Sie ist es wohl verdient. Das mag ja sein, aber... Seid ihr etwa neidisch, mein guter Freund? Ich? Überhaupt nicht. Wie kommt ihr denn darauf? Es klingt so. Ihr seid ganz grün. Ich kann es bloß nicht verstehen, dass das Gesindel von der Straße hier, von der Kaiserin, sich so aufführt. Reichsregentin, guter Freund. Die Reichsregentin. Dann die Reichsbehüterin, meinetwegen auch das. Unglaublich. Die Sitten verkommen vollkommen. Immerhin haben sie einen Drachen erschlagen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, euch im Dschungel vor Eingeborenen gerettet. Euch das Leben bewahrt. Aber das ist doch kein Grund. Wie auch immer. Dreh mich um und ja, geh an die Bar. Genau, steckst dir irgendwie gerade so ein irgendwas Trockenes in den Mund, kriegst das nicht ganz runter, verschluckst dich so ein bisschen an den trockenen Hals. Möchte irgendjemand Jalan begleiten? Isarun, Kiaras. Arino, komm mit, das langiert sich. Na gut. Isarun, wer Ärzte, wollt ihr uns auch begleiten? Ich möchte keine private Angelegenheit stören. Nun, privat, würde ich nicht damit behaupten. Natürlich, ich komme mit. Sagt, können wir uns jetzt alle Knappen nehmen? Ihr seid Dritter. Aber wenn ihr euch einen Knappen nehmt, habt ihr auch die Verpflichtung, ihn gut auszubilden. Das könnte interessant werden. Barinor, treibt's nicht auf die Spitze. Ach, nun, lasst es mich ein wenig genießen. Ihr mögt es verdient haben. Aber ihr müsst es nicht in der Lächerlichkeit preisgeben. Keine Sorge. Die Götter zum Gruß. Raya zum Gruß. Guten Abend, noch einmal. Ich glaube, jetzt in einem etwas privateren Rahmen, auch wenn, ja, sie guckt sich ein bisschen um, natürlich um euch herum, überall noch weitere Höflinge. Natürlich ihr Sohn, Selindian. Ihr könnt 2 Meter neben euch noch Rohaya sehen. Storko läuft da irgendwo rum. Also ihr seid nicht alleine, aber ihr könnt euch da gerade so ein bisschen zu viert unterhalten. Ja, wie kann ich euch helfen? Ich vermute, ihr tragt irgendetwas auf dem Herzen? Nun, wie ihr doch sicherlich verzeiht, wie euch doch der Markgraf von Pericum sicherlich in seiner Funktion als Reichsgroßgeheimrat mitgeteilt hat, gelang es uns vor einigen Jahren, ein Stück freies Maraskan zurückzuerobern. Ja, mir wurde davon berichtet. Ebenso habe ich ein Schreiben vorliegen, was ich euch des Morgens hätte gegeben, aber ich glaube auch in dieser Funktion könnte ich es euch auch schon einmal unterbreiten, auch wenn ihr das Schriftstück erst morgen bekommt. Als Gaugrafen bekommt ihr eine eigene Baronie und ich habe, auch wenn es eher ein Titel ist, bin mir nicht ganz sicher, weil ich nicht vor Ort war, wie gut man so etwas halten kann, aber auch Baron Perlenmeer hat euch das Stück abgetreten. Also ja, ihr verfügt über eine eigene Baronie, wenn ihr darauf hinaus wollt. War mein Wunsch, dies euch anzutragen, ja. Ja, wie gesagt, ich bin über euch dank Magister Yassafa und Nemrod sowie Magister Störebrand informiert und ich weiß, dass ihr die neue Siedlung Helmenport für euch erobern konntet, nachdem ihr dort von einer Reise von Maraskan heruntergekommen seid. Ja, sie soll euch gehören, so ihr sie denn halten könnt. Ihr könnt einen beliebigen Baron ernennen oder wie auch immer ihr dort vorherrschen wollt. Es ist eine Baronie und sie sei euch übertragen. Danke, Euer Majestät. Ich und meine Kameraden
werden sie nach besten Kräften halten und das Werk eures, das Werk Kaiser Retos, nicht in Vergessenheit lassen. Ja. Und selbstverständlich auch den Rest der Insel zurückerobern. Reto war ein sehr strenger und kriegerischer Held. Ich konnte ihn natürlich kennenlernen, aber ja. Wenn es euch gelingt, trotz allen Widrigkeiten, ich bin mir natürlich darüber bewusst, dass die blutige See, also der Maraskanische Sund, voller Piraten ist, dass Hafax es euch von Land schwer machen wird und die eingeborenen Maraskaner von der Dschungelseite aus, und natürlich ist dann ja auch noch der andere Paligan, der euch mit seiner Dämonenarche quälen wird, aber ja, es ist eine Baronie und ja, sie gehört euch. Zumindest offiziell gehört Maraskan nach den Eroberungen von Reto noch zum Reich. Eines Tages wird es das auch in Wirklichkeit wieder tun. Oh, ich freue mich schon richtig darauf, zurückzukehren und mich wieder den Feinden entgegenzuwerfen. Ich denke, das tun wir alle, aber vorher gibt es wichtigere Aufgaben zu bestehen, hier im Reich. Verzeihung, ich bin etwas müde. Oh, ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich hoffe, dass diese Albträume bald wieder aufhören. Spätestens, wenn der schwarze Drache mit eben dieser Lanze dort zur Strecke gebracht wird, bin ich mir sicher, dass auch Boron seinen Gnade wieder über euch walten lassen wird. Das hoffe ich. Meine Majestät, hab Dank für eure Zeit. Ja, gerne. Es ist immerhin euer Abend. Wen ihr übrigens auch erkennen könnt, Answin von Werheim. Auch er wurde neben euch zum Ritter des Reiches geschlagen. Hm. Der Hauptmann. Er ist direkt mein nächstes Ziel. Mhm. Deswegen wurde er zum Ritter geschlagen? Auch wegen sozusagen außerordentlicher Leistung am Reich oder was? Genau, richtig. Herausragender Absolvent der Werheimer Akademie und hatte dann auch wohl verschiedene Heldentaten im Dapatischen Reich erledigt und dementsprechend dann auch geadelt. Auch wenn er schon adlig war, er ist ein Kind Werheims, aber ja, auch er bekam den purpurnen Orden. Ich lasse sie alle mit dem Mann reden und wende mich dann zu Iserun. Kann ich euch auf ein Glas Wein einladen? Ich denke, eine Einladung wird nicht notwendig sein, aber wir können gerne hinübergehen und eins trinken. Stimmt, euch dazu überreden. Ihr müsst mich nicht überreden. Es ist ein sehr guter Wein. Ausgezeichnet. Iserun, du kannst erkennen, dort steht wohl auch gerade Barnhelm in Begleitung eines anderen Mannes, sehr stattlich. Du erkennst ihn wieder. Musst dich auch nochmal kurz selbst beherrschen, bitte. Hast du irgendwelche Nachteile? Es handelt sich dabei um Alvan von Unterlatissen, der gar nicht mehr so sehr badisch aussieht, sondern sehr viel mehr kriegerisch, sehr viel mehr ritterlich. Trägt wohl nicht mehr diese jeckische Uniform, diese Verkleidung. Ja, du kannst das auch erkennen, dass er wohl ja durchaus eine Körperkraft besitzt, die eines Ritters würdig ist. Könnte der Jähzorn anbieten? Kannst du verbuchen? Kannst du, ja, warum nicht? Also. Selbstbeherrschung? Kiaras, darfst du mal Menschenkenntnis? Ich möchte gerne einmal Menschenkenntnis werden. Ja, musst natürlich erst erkennen. Iserun bleibt plötzlich stocksteif stehen. Zeit für eine Liturgie, sonst bricht sie den Turnierfrieden. Ich hake mich bei Iserun ein, tätsche dir mal so ein bisschen den Handrücken. Werteste, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, ich denke auch. Hat einen Krugwein versprochen? Ja, allerdings dort drüben, bitte. Sonst könnte es hässlich werden. Noch hässlicher, als es da in dieser Ecke jetzt schon ist.
Ja, ich führe sie schnellstens fort von dort in, ja, an einen Ort, wo weniger Leute sind, wo man auch ein bisschen miteinander reden kann. Meine Hand reicht schon runter, da wo sonst mein Schwertgriff ist. Ist glaube ich gerade kein Schwert. Ja, ich bin sehr bestimmt dabei, dich hier fortzuführen. Für den Ignifaxios wird es doch reichen. Mit Sphero aber danke. Auch. Ja, Kiaras, lass dir was einfallen. Wie gesagt, ich hake mich bei ihr ein, sodass sie gar nicht auf die Idee kommen kann, etwas zu tun. Drehe sie um, dass sie den Mann nicht mehr im Blick hat. Der verdient und führe es, dann geschlagen zu werden. Nun, das tut er in der Tat. Aber nicht hier, nicht heute. Und wir werden unsere Rache an ihm bekommen. Seien wir doch mal ehrlich, er hat sich völlig blamiert im Turnier. Er ist nicht mal durch die ersten drei Runden hindurchgekommen. Das ist wohl wahr. Heilkunde, oh, Seelenschwert um 9 oder du wirkst mir jetzt wirklich eine Liturgie, sonst los. Ja gut, ich wollte es eigentlich erst dann machen, wenn wir nicht mehr direkt in der Mitte stehen, aber ja. Ja, wie gesagt, ihr steht ja schon abseits. Ja genau, ich möchte dann einen Harmoniesegen wirken. Dann kannst du dir das Karma abstreichen. Mache ich und lass mich kurz nachgucken, wie das funktioniert. Ja, einfach dann im Charakterbogen das Karma 2. Nee, das meine ich. Ich meine eher, wie man die spricht. Ja genau, das kannst du mal raussuchen. Ja, wie gesagt, ich führe sie ein wenig abseits, sehe, wie sie immer noch vor Wut kocht. Ich blicke sie dann direkt an, lege beide meine Hände auf ihre Schultern und umarme sie danach. Heitere Herrin Raya, sieh diesen Menschen. Sie bedarf deiner Gaben, auf dass sie sich mit neuer Zuversicht dieser Welt stellen kann. Ich versuche mich auf die Worte des Geweihten zu konzentrieren, damit ich hier nicht vor versammelter Mannschaft dem blöden Albernen reinzimmer. Genau, alle deine schlechten Eigenschaften sinken jetzt um 4. Ja, das ist auch notwendig. Also er sieht tatsächlich anders aus. Von dem, ja, vielleicht unsicheren, spöttischen Auftreten eines Barden nichts mehr zu erkennen. Er ist ritterlich und hat sich auch rasiert, also das war eine Farce ohnegleichen, und wenn er da jetzt zusammen mit Barnhelm steht und sich da jetzt unterhält, ohne irgendwie Reue oder Scham zu zeigen, ohne sich bei dir zu entschuldigen, hätte ich natürlich auch gesehen, wie du da vorne standest und zur Reichsritterin erhoben wurdest. Es ist echt. Du schluckst es runter mit Hilfe von Kieras. Wie sieht's aus bei Yalan? Kannst du zum Hauptmann herantreten? Hauptmann Answin? Ritter Greifenmund. Baron mittlerweile. Achso, die Erhebung eines Barons ist mir wohl nicht, habe ich wohl nicht mitbekommen. Nun, ich bin nicht hier, um zu prahlen. Wollt ihr mir doch wohl ein Stück weit Gesellschaft leisten? Ihr seid nicht hier, um zu prahlen, müsst mich aber korrigieren, ohne dass ihr den Titel offiziell bekommen habt. Interessant. Ich bin nicht hier, um zu prahlen. Es hält mich nicht davon ab, es trotzdem zu tun. Passt auf, ich sitze zwischen einem Horasier und einem Ptolemiden, die man heute zum Ritter ernannt hat. Lasst mir diese Freude, ja? Ja. Ich hoffe, dass die Reise mit euch in den nächsten paar Tagen und Wochen angenehmer wird, denn ich habe keine Lust, als euer Sandsack zu dienen. Ja, ich weiß, Horasier sind anstrengend. Und ja, ich weiß, auch Alanfaner sind sehr anstrengend. Aber es gibt durchaus wildere Kreaturen und Gesellen. Ich möchte jetzt einen Horasier und einen Alfaner nicht mit Orks oder mit Achas vergleichen. Aber ja, auch mit diesen kann man reden und man kann ihnen zuhören. Man sollte alle Kreaturen auf Leere schätzen, auch wenn sie aus Alanfar kommen. Macht euch daran keine Gedanken. Ich bin wegen etwas anderem bei euch. Ja, ihr habt euch doch überlegt, was ihr von mir wolltet, als ihr auf mich zugetreten seid. Ich brauche Kontakt zum Hauptmann. Zum Hauptmann? Ich bin Hauptmann. Zu welchem anderen Hauptmann? Ihr wisst ganz genau, welchem Hauptmann. Ja, ich vermute, ihr sprecht von Angenbruch.
Eben jenem. Warum braucht ihr Kontakt zu Obmann von Angenbruch? Ihr habt doch einen Kontakt, der Rondrigan Padigan heißt. Zumindest wurde euch dieser zugewiesen. Nun, jedes Mal, wenn ich Padigan auf Angenbruch anspreche, wird er sehr ausweichend. Ich werde ebenso ausweichend, das merkt ihr doch. Ja. Also, ihr möchtet Kontakt und ich antworte darauf nicht. Möchtet ihr, dass ihm eine Nachricht überbracht wird, falls denn irgendjemand wüsste, wo man diese Person finden könnte? Konjunktiv. Falls jemand wüsste, wo man diese Person finden könnte, ja, würde ich mir doch wünschen, dass sie wüsste, ja, dass wir den zweiten Teil von etwas brauchen, das einige Haare beinhaltet. Ach so, ja, der Brief, der wohl verschlossen an euch weitergegeben worden ist. Es könnte sein, dass in einem Brief, der vermeintlich verschlossen an mich weitergegeben wurde, darin von der Rede war, ja. Es könnte sein, dass dieser Brief noch weitere Teile hat, die euch nicht erreichten, oder? Die Möglichkeit besteht. Es könnte sein, dass jemand, der euch etwas zukommen lassen hat, genau wusste, was er euch weitergibt und was nicht. Vielleicht wird Späteres zu späterem Zeitpunkt an euch weitergetragen. Die Möglichkeit besteht durchaus. Aber wir werden es wohl niemals genau wissen, nicht wahr? Ich kann euch erzählen, dass Angenbruch zum Zeitpunkt nicht an Gareth weilt. Allerdings ist er... Das, was er tut, hat mit den Bannstrahlern zu tun. Und das würde euch nicht sonderlich erfreuen. Anders als Padigan ist er ein Mann, der Dinge tut, die das Kaiserreich und die Kirche nicht wissen sollten, aber die getan werden müssen, von Männern, die es tun dürfen. Allerdings ist er ein Mann der Tat, nicht so wie Padigan. Nun, das hat er ist ein Mann der Worte. Hat der Baron schließlich stets an ihn geschätzt. Nun, hab Dank. Ich will euch nicht weiter in den Haaren hängen. Aha. Eine Zweideutigkeit, die mir nicht entgangen ist. Wie gesagt, wir werden uns morgen noch einmal sehen. Und ich hoffe, dass ihr eure Physimatenten abgebaut habt. Denn ich werde nicht mit dieser Laune mit euch reisen. Sonst werde ich euch zu Hause lassen und nicht Magister Morenes oder Carinor. Macht euch keine Sorgen, mit denen komme ich schon klar. Gut, dann bis morgen.